In diesem Lernvideo zu Grundlagen zu Vierecken schauen wir uns zunächst an, was Vierecke überhaupt sind und welche für unsere Arbeit von Bedeutung sind, bevor wir uns damit auseinandersetzen, wie wir Vierecke beschriften. Im zweiten Teil geht es dann damit weiter, was wir bei der Innenwinkelsumme wissen müssen und wie wir sie herausfinden. Schauen wir uns also zunächst einmal an, wann wir denn eigentlich allgemein von einem Viereck sprechen. In diesem Beispiel haben wir Vierecke. Vierecke haben alle die Gemeinsamkeit, dass sie, wie der Name schon vermuten lässt, vier Ecken haben und dazu noch vier Kanten, die zwischen diesen Eckpunkten verlaufen. In diesen beiden Beispielen haben wir jetzt unregelmäßige Vierecke. Das heißt, es sind weder irgendwelche Seiten zueinander parallel, noch sind Abstände irgendwie gleich groß, also sprich die Kanten, das sind vier unterschiedlich lange Kanten und es gibt auch keine gleich großen Winkel in den Ecken. Die sind auch hier alle unterschiedlich groß. Demgegenüber gibt es welche, die du bereits kennst. Wir haben jetzt in diesem Fall, links oben, ein sogenanntes Quadrat. Die Besonderheiten der Quadrate sind natürlich, dass jede der vier Seiten bzw. der vier Kanten gleich groß sind bzw. gleich lang. Die Winkel in den Ecken sind auch alle gleich groß und betragen 90 Grad. Die gegenüberliegenden Seiten sind immer parallel zueinander. Parallelität wird durch diese beiden Striche gekennzeichnet. Mit einer anderen Farbe markieren wir hier diese beiden parallelen Seiten zueinander. Dieses Viereck kennst du auch bereits. Hier handelt es sich natürlich um ein Rechteck. Hier haben wir ebenfalls wieder zwei parallele Seiten, nämlich diese Seite und diese Seite, sowie die obere und untere. Der Unterschied zu einem Quadrat besteht darin, dass nur immer zwei Seiten gleich lang sind, beziehungsweise zwei Kanten, und die beiden anderen sind etwas kürzer oder etwas länger, je nachdem, welches Rechteck wir vor uns haben. Trotzdem haben sie die Gemeinsamkeit, dass jeder dieser vier Winkel gleich groß ist, nämlich 90 Grad beträgt. Hier unten haben wir eine Raute. Eine Raute ist im Prinzip ein Quadrat, das auf eine Ecke gedreht ist. Wir haben auch hier bei einer Raute immer zwei gegenüberliegende Seiten, die zueinander parallel sind. Bei den Winkeln ist es so, dass immer die Winkel, die einander gegenüberliegen, also in diesem Fall jetzt der obere und der untere, sowie diese und diese zueinander parallel sind. Also es sind immer genau zwei gleich große Winkel. Man kann jetzt nicht, wie hier oben sagen, dass es immer 90 Grad ist, denn das hängt davon ab, wie diese Raute gezeichnet wird. Es kann sein, dass sie nach in die Länge gezogen ist, es kann aber auch sein, dass sie in die Höhe gezogen ist und somit ändert sich natürlich jedes Mal der Winkel. Trotzdem sind die gegenüberliegenden Seiten immer gleich groß. Hier haben wir ein sogenanntes Parallelogramm. Ein Parallelogramm ist im Prinzip nichts anderes als ein Rechteck, das einfach bei einer feststehenden Kante verschoben wurde. Das kann nach links sein, das kann aber auch nach rechts sein. Trotzdem sind nach wie vor diese beiden Seiten parallel, egal in welche Richtung du dieses Parallelogramm schiebst, aber auch die obere und die untere. Ebenso ist diese Seite und diese Seite exakt gleich lang. Die sind nicht nur parallel, sondern auch gleich lang. Und diese Seite ist nicht nur parallel, sondern sie ist auch exakt gleich lang. Bei den Winkeln ist es so, dass immer, wie bei der Raute, die gegenüberliegenden Winkel gleich groß sind. Auch das kann sich natürlich ändern, je nachdem, wie weit du ein Parallelogramm verschiebst. So sind auch diese beiden Winkel, da sie ja gegenüberliegend sind, immer gleich groß. Schauen wir uns das untere an. Hier ist es so, dass wir im Prinzip ähnlich wie eine Raute einen Körper haben, bzw. eine Fläche haben, und das nennt sich Drachenviereck. Logisch, sieht aus wie ein Drache. Die Besonderheit besteht darin, dass wir hier fast wie eine Raute haben, nur dass eine Seite, also sprich meistens die rechte, nach hinten gezogen ist, also verlängert. Diese beiden Seiten sind länger als die vorderen beiden Seiten. Hier haben wir nicht unbedingt eine Parallelität. Das heißt, diese und diese Seite ist nicht parallel zueinander, genauso wenig wie diese beiden Seiten parallel zueinander sind. Wichtig ist nur zu wissen, dass die beiden Seiten, also die beiden oberen in diesem Fall, gleich lang sind und auch
in die gleiche Richtung deuten, also sprich mit derselben Abschrägung weglaufen von diesem Spitzenpunkt und diese beiden Seiten gleich lang sind. Wichtig bei den Winkeln ist zu wissen, dass diese beiden Winkel, die wieder gegenüberliegend sind, gleich groß sind. Zu Schluss haben wir noch ein sogenanntes Trapez. Bei einem Trapez ist immer eine Seite, beziehungsweise die obere oder die untere, eine ist die längere, eine ist die kürzere. Trotzdem sind diese beiden immer parallel zueinander, wenn auch nicht unbedingt gleich groß. In diesem Fall haben wir jetzt ein Trapez, das regelmäßig ist. Das bedeutet, wir haben hier diese kürzere Seite in der Mitte von der längeren Seite und diese beiden Seiten hier laufen exakt gleich zu. Natürlich kann es auch diese kürzere Seite etwas verschoben sein, das heißt, sie muss nicht unbedingt in der Mitte sein. Solange nur eine Seite, die obere in der Regel, kürzer ist als die untere, sprechen wir hier von einem sogenannten Trapez. Schauen wir uns also in diesem Bereich nun an, wie wir Vierecke beschriften. Beginnen wir mit den Eckpunkten. Logischerweise haben wir hier bei einem Viereck vier Eckpunkte und wir brauchen zur Bezeichnung die Großbuchstaben A, B, C und D. Wichtig ist zu wissen, dass du bei der Bezeichnung der Vierecke immer gegen den Uhrzeigersinn gehst. Fangen wir also hier an. Wir haben hier den Großbuchstaben A. Gegen den Uhrzeigersinn bedeutet diese Richtung. Somit ist hier Groß B, Groß C und Groß D. Machen wir mit den Winkeln weiter. Immer bei Eckpunkt A liegt der Winkel Alpha. Bei Eckpunkt B der Winkel Beta. Bei Eckpunkt C der Winkel Gamma. Und bei Eckpunkt D der Winkel Delta. Schauen wir uns als nächstes an, wie wir die Seiten bezeichnen. Immer rechts von einem Eckpunkt nehmen wir denselben Buchstaben nur in klein. Also rechts davon, vom Eckpunkt Groß A, befindet sich die Seite klein a. Daneben, wieder gegen den Uhrzeigersinn, haben wir Seite klein b, klein c und klein d. Schauen wir uns hier an, wie wir dasselbe hier nochmal machen. Denke dran, wir beschriften immer gegen den Uhrzeigersinn. Fangen wir also mal hier links unten an mit den Eckpunkten. Wir brauchen hier die Großbuchstaben a bis d. A, B, C und D. Die Winkel. Bei Eckpunkt A liegt der Winkel Alpha, bei Eckpunkt B Beta, bei Eckpunkt C Gamma und bei Eckpunkt D Delta. Schauen wir uns als nächstes noch die Seiten an. Wir brauchen hier wieder die Kleinbuchstaben A bis D. Wieder gegen den Uhrzeigersinn, somit folgt neben dem Eckpunkt A die Seite klein a, klein b, klein c und klein d. Noch ein Beispiel. Denke daran, wieder gegen den Uhrzeigersinn. Groß a, groß b, groß c und groß d. Die Winkel, logischerweise hier wieder der Winkel alpha, beta, gamma und Delta. Die Seiten klein a, klein b, klein c und klein d. Schauen wir uns hier ein etwas schwierigeres Beispiel an. Es kann nämlich in einer Aufgabe vorkommen, dass die Fläche, die du berechnen musst, beziehungsweise auch bezeichnen und beschriften musst, etwas verdreht ist. Normalerweise fängt man mit den Beschriften, wie wir jetzt hier in diesen drei Beispielen gemacht haben, immer links unten an und geht dann gegen den Uhrzeigersinn vor. Es kann aber auch mal sein, dass zum Beispiel ein Punkt schon vorgegeben ist. Hier hast du zum Beispiel rechts oben den Eckpunkt Groß A. Du bleibst aber dabei, dass du die Vierecke gegen den Uhrzeigersinn beschriftest. Das heißt, du machst einfach dort oben weiter und arbeitest dich gegen den Uhrzeigersinn vor. Somit ist hier oben der Eckpunkt Groß B, hier unten Groß C und hier Groß D. Der Rest ändert sich nicht. Denn hier bei Eckpunkt A bleibt nach wie vor der Winkel Alpha, hier oben Winkel Beta, Winkel Gamma und der Winkel Delta. Auch bei den Seiten bleibt es gleich. Du arbeitest dich ausgehend von diesem Punkt hier gegen den Uhrzeigersinn vor. Danach folgt also die Seite klein a,
klein b, klein c und klein d.